gefährlich, Schwanzlutscher. Darauf kannst du Gift nehmen. Ach komm. Hey Leute, so langsam geht uns die Verstärkung aus. Das war knapp. Mein Arsch in Sicherheit. Dein Herz kannst du Jesus schenken, aber dein Arsch gehört mir. Da ist unser Problem. Gewesen. Hat ihn niemand umgebracht? Er ist irgendwo untergetaucht. Er ist noch hier. Wo ist der? Wo könnte er nur sein? Da hast du nicht mit gerechnet, ne? Dadel wird heute nicht sterben. Gib's auf. Vergiss es. Ich bin einfach zu gut. Ich bin der große Skiller. Der Mescal ist hier. Beweg deinen Arsch. Schafft uns diesen Motherfucker vom Hals. Na, verdammt. Komm nochmal, nochmal. Komm hoch, komm. Wo bist du? Lauf, Arschloch. Ich rette lieber meinen Arsch. Einen Scheißdreck tust du. Er ist hier. Scheiße, ich muss nachladen. Lasst nichts von ihm übrig. Ich gehe in Deckung. Seid... Oh. Ah. Fertig. Richtig, das macht er. Der Rechtschaffene findet niemals Ruhe. Ich hab doch gar keinen Nigger bestellt. Da ist er, okay. Einer auf dem Dach und einer ist da hinten noch, okay. Lauf, Arschloch! Solange du stehst, gewinnen diese Bastarde nicht. Komm ich selbst nie zum Schießen. Nee, das stimmt wohl. Ja. Also. Ich bin noch übrig, Junge. Komm und hol mich. Nein. Dadel, du willst sterben. Zack, ist er tot. Dr. Tod, danke dir. Antimate. Du bist schuld. Thank you.
Kinders. Könnt ihr diese blöden Einfahrten nicht mal einen Ticken breiter bauen? War eine harte Diskussion, aber du bist ja mit dem Bot einig geworden. Ja. Anti-Bot. Bei mir gibt es ansonsten noch die, das Emoji, wie heißt es? Dead D. D-E-A-D-D. Daddy. Der Dead Duddle. Wie sieht es denn waffentechnisch aus hier? Auch eigentlich ganz gut. Jetzt pisst der Drecksack da wieder hin, ne? Was macht die Familie so? Doch, ja. Laber. Ey, was laberst? Ja, der Tim wurde soeben gediggert. Von meinem Bot wurdest du gerade gediggert. Er lässt sich auch nicht alles gefallen. Das Arschloch Vito muss begreifen, was wir wollen, wann wir wollen. Ja. Ja, gut. Nur bei Sonnenschein wird er sterben, siehst du? Es regnet. Also, vergiss es. Der Bot ist cool. Der ist richtig cool. Die Ansagen von meinem Bot sind einfach hundertprozentig. Das warst doch nicht etwa du, oder?
Was machst du? Du machst die Grätsche. Das machst du. So sieht das nämlich aus hier. Das ist nicht dein Revier. Zieh Leine. Bin doch schon weg. Jungs, bei dem haben wir eine Niete gezogen. Lange nicht gesehen, stimmt's? So, noch ein Versuch. Was zur Hölle war das? Jetzt aber. Ja, was war denn da? Was war denn da nur? Ja, was? Alle Mann hier rüber! Sag mal. Du bist tot, Schwanzlutscher! Brenn ihn! Brenn, Digga Boy! Brenn! Scheiße, ich muss nachladen. Ich such Deckung. Der ist hinüber. So zu sagen. Die Ratte hat sich aus dem Staub gemacht. Der Stahler, zieh nach, ob ich gebe ist. Die Suche nicht auf. Ich hab vielleicht ein Glück. Da ist der Arsch. Kommt her, schnell. Glück? Und vor allem, wer soll herkommen? Wo bist du denn? Da bist du. Ja, feiger Motherfucker. Der Wichser hat mich unterschätzt. Ich sehe, ich schieße. Ich stehe hier schwer unter Beschuss, Leute. Ja, ist so. Bang, in die Eier. Da ist ein bisschen Knete. Okay, mehr ist ja nicht am Start, ne? Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Also jetzt kann ich nur noch während der Fahrt irgendwie drauf gehen. Das ist das Einzige, was dann passieren kann. Aber hey, den Gefallen tue ich dir nicht. Nope. Will not happen. So,
On Tour. Meine Herren, was für Sonne heute. Ja, die Performance wird demnächst auch ein Tacken besser werden, hoffe ich zumindest. Mein Plan ist, dass ich die CPU auf 4 GHz hochjubel. Momentan bin ich bei 3,9 ungefähr. Und bei der 4 GHz, denke ich mal, bin ich erstmal auf einem ganz guten Dampfer. Dann muss ich mir erstmal keine Gedanken machen, dass solche Spiele hier Probleme machen. Obwohl, Power kann man nie genug haben, ne? Wow. Der Magen möchte noch ein Kuritsu-Sandwich. Jo, nicht genug Platz. Ist denn noch genug Platz für ein Sandwich? Wow. Füße hoch, der kommt flach rein. Wow, da kommt wieder was entgegen. Mann, was macht ihr alle hier? Kein Zuhause oder was? Fahrt mit dem Bus. Nehmt das Boot. Nein, der Daddelpapa ist auf Tour. Da sind keine Straßen sicher. So, Dr. Toad, in your face, würde ich mal sagen, oder? In your face. Und ich möchte von dir jetzt bitte ein Well Played. Daddel weiß genau, wenn es aufhört zu rechnen, ist er dran. Nein! Wenn es aufhört zu rechnen, bin ich immer noch am Leben. Was hat der für einen Wendekreis? Ist doch nicht mehr feierlich, diese Karre. Froh bin ich, das Ding los bin. Noch ist der Stream nicht zu Ende. Ich werde sicherlich noch einige Male sterben, ja. Aber das hat nichts mit einer Ansage zu tun hier. Null. Es hat die Cops jetzt gar nicht gejuckt, dass ich hier bei Rot über die Ampel gefahren bin. Alter Schwede, wo muss ich denn ganze hin? So, da sind wir gleich. Ja, wegen dir komme ich auch noch zu spät hier. Da. Halunka da. Na komm. Bin fast da. Hier soll ich reinfahren? Okay, hier. Ja, hier. Ah, bist du bescheuert oder was? Scheiß Säufer hat sie mich genannt.
Bam. Lieferung abgeschlossen. Wieder eingefallen für Vito. So, ihr Lieben, was machen wir jetzt als Schönes, als Nächstes? So, momentan haben wir, so wie es aussieht, keine weiteren Gefallen zu erledigen. Wir könnten Graslieferung. Jo, dann würde ich sagen, French Ward ist das nächste, was dran ist, ne? Dann kümmern wir uns mal hier um Harold Corley. Harold Corley und Jim McCormick. Aber wir fangen mit Harold an. So, ich gehe mal ganz kurz hier auch rein. Weil hier befindet sich nämlich noch ein Erste-Hilfe-Päckchen. Das nehmen wir doch gerne mit. So. Als Nächstes holen wir uns draußen ein Auto. Immer dieses Geprotze. Ich weiß nicht, was hast du vor? Was ist dein... Ich muss ein bisschen Cash loswerden in Barclay. Was ist dein Problem? Immer Challenge. Ganzen Tag. Ganzen Tag Challenge. So, jetzt nochmal Waffenhändler. Heute eine Lieferung in Barclay Mills. Bin gleich da. Wenn du okay, mal brauchst, zeig, was du auf Lager. Sag mir Bescheid. So, Munition haben wir. Ich gucke nochmal bei den Pistolen, was wir jetzt hier Schönes haben. Ich kriege jetzt die Deacon mit Dämpfer. Und die Masterson kriege ich auch. So, die hat 13, die hat 16. gratis ausrüsten. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Dann nehmen wir die. So, ist ausgerüstet. Sehr angenehm. Dann haben wir automatische Waffen, Trench, Alfredson, weil die Trench, die habe ich momentan, die hat ja nur 14% Schaden. Da würde ich gerne eine mit mehr Schaden haben, zum Beispiel die Stroma, die kann ich momentan noch nicht leisten. Dann nehme ich die Automatik Sturmgewehr, kostet zwar 25.000, aber hey, ich will sie haben. So, dann hätte ich gerne... nix hiervon. So, ist verbessert. Ist verbessert. Schusssichere Weste kriegen wir gar nicht. Der Lack geschlossen. Bin hier weg. So, und jetzt noch ein Auto. Könntest du mir eine neue Karre besorgen? Ja, ich bin okay. In Barclay. Ei, ich bringe ihn dir sofort rüber. Das finde ich gut. Hä? Hier ist dein Wagen, Boss. Das ist eine große Hilfe. Wunderbar. So, Auto da. Was hatte ich gesagt? Wir wollten hier rüberfahren, ne? Harold Corley. Immer diese quietschenden Reifen, meine Herren. In Mexico City hat heute Morgen Thomas Wills die Goldmedaille im 200-Meter-Sprint gewonnen. Jo. Also, es regnet, wir haben gute Auflösung und es ruckelt nicht. Es ruckelt nicht und ich bin unter 100%. Wie cool ist das denn?
Und wieder im Tunnel, schlechter Radioempfang. Ziemlich geil. Das sind so kleine Details, die ich dieses Spiel einfach schön finde. Das macht einfach Spaß. Nein, es hält sich auf. Und Dr. Tod kriegt Freudentränen. So. Das French Ward ist angesagt. Wie wird denn mit den kleinen Froschenkelfresseren ganz gewaltig umgehen? Wie wird denn euch schon mal zeigen, wo der Froschenkel seine Locken versteckt? Ich glaube nicht, dass er mich sieht. Nein, ich will dich auch gar nicht sehen. Way, 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 way. Da, 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 da. Was will ich? So, Smash! Wunderschönen guten Abend! Moin! Wow! Das ist echt New Orleans-like hier, aber total. Wie geil! Schön hier. Ah, das gefällt mir. So, hier fahren wir mal ran. Dann wollen wir nochmal schauen, was für Schönes hier anstellen können. Les Dents Rouges. Girls, Girls, Girls. Bonsoir. Oh la la. Bababoum. Oh la 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 la. Na, wenn das mal nicht mein neuer Lieblingsheld der Presse ist. Na was? Erzählst du? Komm. Schon wieder Regen? Ich könnte etwas blauen Himmel vertragen. Corley, Sie schreiben immer noch für das Drecksblatt, oder? Je blutiger, desto besser verkauft es sich. Und bei dem, was Sie da draußen machen, ich komme kaum mit dem Drucken hinterher. Haben Sie was für mich? Huren. Wer im French Ward eine Edelhure sucht, geht zur Handsome Harry Ruby Show. Ein eigenhändig von Lou Marcano ausgewählter Mann. Ich wette, dass Lou seine ganzen VIPs zu Harry schickt. Wenn's ein kleiner Fick sein soll, dann gehen Sie zu Harry. Der hat alles, was man braucht. Nutten an der Ecke, Pornos und wenn Sie Geld haben, lässt er Sie Ihre perversesten Fantasien ausleben. Um so einem Arschloch wie Harry gleich das Wasser abzugraben, müsste man den Geldfluss sofort stoppen. Ich sehe schon die Schlagzeile. Blaublüter von New Bordeaux in Sexskandal verstrickt. Oder vielleicht das finstere, perverse Herz der Stadt. Ich guck mal, was sie aus Harrys Leuten rauskriegen kann über die Operation. Und die reichen Gönner. Handsome Harrys Zuhälter werden schon wissen, was er vorhat. Neue Aufträge verfügbar. Sex, Sex, Sex. Reiche Kunden mit ausgefallenen Wünschen werden in Limousinen ins Bordell kutschiert. Finde ihre Autos und töte Harrys bestes Klientel. Wow. Kaum zu glauben, dass Handsome Harry die Prostitution im French Ward kontrollieren konnte, ohne dass ihm jemand in die Quere gekommen ist. Ja, in der Tat. Wenn Sie mit Ihrer Todesmission fertig sind, sollten wir uns unterhalten. Sie können mir dann Ihre Geschichte erzählen. Nach allem, was man hört, mögen die Leute Handsome Harry. Die Kunden, die Mädchen. Liegt wohl an seiner moralischen Flexibilität. Nach der Geschichte in der Innenstadt war ich überrascht, dass Marcanos Organisation sie nicht schon aufgefressen und wieder ausgespuckt hat. Ich möchte wirklich herausfinden, was Sie über Onkel Lou wissen. Er ist wie der knuddelige Ganove von nebenan, den jeder liebt. Na super, das sind aber ein paar schöne Aussichten. Na, wunderbar. Okay, wir wissen also sein Klientel aufmischen. Hallo! Oh, guck mal, da geht's schon los. Hey, die Sonne kommt durch.